Hi, ich bin Madeleine Viola Milena. Und ich bin Irmgard Anna. Und du bist hier in der Provita Lebensfreude Lounge. Willkommen zu den Sacred Conversations zwischen Mutter und Tochter. Wir sprechen hier über Gott und die Welt, wir philosophieren, wir hinterfragen und wir inspirieren zu ganz neuen Gedanken. Ja, bei uns geht's ums Manifestieren, ums Mindset, um Persönlichkeitsentwicklung und um die Facetten des Menschseins. Wir sprechen über Erfolg und Authentizität und teilen unsere Wahrheit ganz unverblümt mit dir. Provita ist das Zuhause für Menschen wie dich, die mehr vom Leben wollen, und damit herzlich willkommen im neuen Leben. Welcome, welcome, welcome zu einer weiteren Folge, zu Folge 8, wenn ich mich nicht irre, der zweiten Staffel der Sacred Conversations in der Provita Lebensfreude Lounge. Yeah! So schön, dass du da bist wieder, dass du uns wieder zuschaust, zuhörst, dich inspirieren lässt von unseren tollen Gesprächen zwischen Mutter und Tochter. Und heute haben wir wieder ein ganz, ganz besonderes Thema am Start für dich aus dem Leben, was sehr herzberührend ist. Mhm. Und da gebe ich gleich weiter an dich. Eine sehr, sehr herzberührende Geschichte vor allem und wirklich, wie du sagst, aus dem Leben. Und zwar ist das jetzt ein paar Tage her, das muss am Samstag gewesen sein. Und ja, wir waren am Strand, wir starten morgens immer den Tag am Strand gemeinsam. Und ich war spazieren gegangen am Strand und bin so Richtung Flughafen gegangen. Wer schon mal in Zypern oder in Larnaca am Strand war, in Mackenzie Beach, dort ist direkt nebendran der Flughafen, was nur nebenbei bemerkt eine meiner Lieblingsaktivitäten im Sommer ist, im Wasser zu sein und dann diese gigantischen, normal großen, aber trotzdem gigantischen Flugzeuge über mir schweben zu sehen, wie sie gerade so landen. Also wirklich, du bist im Wasser, guckst hoch und dort ist halt das Flugzeug direkt über dir, das gerade direkt am Strand landet. Und da ist halt so ein Zaun am Ende des Strands, der auch noch so ins Wasser ragt, um den Strand direkt am Flughafen eben abzugrenzen, dass da keiner auf die Idee kommt, dort zu baden. Und ja, eben diese Zäune, ne, damit man da nicht hinkommt. Und ich bin so auf diesen Zaun zugelaufen am Wasser. Und wie gesagt, der Zaun ragt ins Wasser rein und ich sehe so im Wasser, da ist ein Mann, der irgendwie so kauert, so auf dem Boden und sich so an diesem Zaun eben festkrallt. Und ich habe direkt gedacht, oh je, was ist da los? Was braucht er vielleicht Hilfe? Was ist da los? Und sollte ich vielleicht schnell hin oder fragen, ob alles in Ordnung ist oder so. Er war halt auch schon älter. Ich muss überlegen, wie ich das sage. Ich fühle mich nicht angesprochen. Nee, er war schon älter und man hat halt gesehen, es ist schon sehr beschwerlich, da eben aus dem Wasser rauszukommen. Und wie gesagt, ich war mir nicht sicher, ob er sich nicht verletzt hat, ob er irgendwie was im Kreislauf hat oder was auch immer. Ich bin dann aber einfach langsam weitergegangen, habe ihn im Blick behalten und zur Not, falls er mich bräuchte, wäre ich ganz schnell dort gewesen. Genau, habe das einfach nur so ein bisschen beobachtet und habe dann gesehen, wie er sich wirklich so ganz langsam Schritt für Schritt, ein Fuß vor den anderen gesetzt und immer am Zaun festgehalten, um da aus diesem Wasser sicher rauszukommen. Und ich war wieder so unschlüssig und, soll ich hingehen? Da waren noch sehr viele andere Menschen, also wir waren nicht irgendwie allein oder so. Also dachte ich mir, okay, vielleicht bin ich auch gerade die Einzige, die das so empfindet. Es schaut zwar beschwerlich aus, aber gut, ist schon alles gut. Also selbst wenn da jetzt irgendwas wäre und ich mich jetzt gleich wieder umdrehe, in die andere Richtung gehe, er ist nicht allein. Und dann bin ich mit den Blick ein bisschen weiter nach rechts gewandert, außerhalb des Wassers, immer noch am Zaun, und dort lehnten zwei Krücken. Und der Anblick dieser zwei Krücken hat mich dermaßen inspiriert und berührt, weil dieser Mann war ja auf dem Weg zu diesen Krücken. Dieser Mann ist an diesem Morgen aufgestanden und hat sich gesagt, ich will heute im Meer baden gehen.
Der ist nicht aufgestanden und hat sich gesagt, tja, das geht jetzt halt nicht mehr, so wie ich das früher vielleicht immer gemacht habe. Oder, tja, ich habe jetzt halt die Krücken, wie soll ich denn da bitte durch den Sand warten? Sandstrand, wir reden hier von einem Sandstrand. Oder hat sich gesagt, ja, ich kann es halt nicht mehr. Oh, ist das blöd. Und Mann, und hat sich traurig in die Ecke verzogen. Nein, dieser Mann ist am Samstagmorgen aufgestanden und hat sich gesagt, ich will heute die blauen Wellen des Meeres um Zypern herum genießen. Und dann hat er sich auf den Weg gemacht. Wenn auch beschwerlich, wenn auch langsam und wenn er auch Hilfestellung oder eben Unterstützung durch den Zaun gebraucht hat. Er ist aufgestanden und ist zum Strand gekommen und hat sich auf den Weg gemacht und ist ins Wasser gegangen. Mhm. Und so eben auch wieder rausgegangen. Und ich fand das so inspirierend. Der hat sich keine Geschichten erzählt. Oder selbst wenn er sich in seinem Kopf Geschichten erzählt hat, er hat sie nicht geglaubt. Er hat genau das gemacht, was er wollte. Mhm. Und das fand ich so krass. Und wie oft erzählen wir uns irgendwelche Geschichten, dass irgendwas halt nicht mehr geht oder dass das Alter halt vielleicht einfach so ist oder dass irgendwelche Dinge einfach so sind, wie sie sind und unveränderbar und ich kann nichts dagegen machen. Und wir können sicherlich nicht alles ändern, was in unserem Leben passiert oder verhindern oder komplett kontrollieren, was in unserem Leben passiert. Aber wir können kontrollieren und verändern, wie wir mit diesen Situationen umgehen und was wir mit dem Leben machen. Und da gebe ich jetzt gerade direkt an dich weiter, zu dem passenden Beispiel mit der Brille. Mit der Brille. Die Geschichte mit der Brille. Was für mich so ganz normal eigentlich war, wo du mich ja dann darauf aufmerksam gemacht hast. Also, es gab so einen Tag X, wo ich mal bei einer Augenärztin saß und die mir eine Brille verschrieben hatte dann, weil ich einfach ja, viel am Computer gehockt habe und sie mir so eindringlich gesagt hat, und Frau Bronder, Sie werden jetzt merken, wir müssen dann nach und nach die, wie nennt sich das, Dioptrien, die Sehstärke, danke, anpassen und das wird im Laufe der Jahre, im Laufe des Alters dann immer höher und höher und so. Und sie hat mich so intensiv angeguckt und ich weiß noch, wie ich da so zwischen den Stühlen gehockt habe und gedacht habe, will ich das jetzt glauben oder halt nicht? Naja, ich habe mich dann dieser Brille hingegeben. Ich wusste zwar damals schon, gut, es gibt so Trainings, was man machen kann, um keine Gleitsichtbrille zu nutzen. Und ich wusste auch, das sind alles Verspannungen von meinen Augen, nichts anderes. Es geht darum, wirklich die Augen zu entspannen. Es gibt ein paar Dinge, wo ich gerade noch nicht bereit bin hinzugucken, um es auch mal so auszudrücken. Und war aus Bequemlichkeit dann diese Brille, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber die letzten Wochen ist immer mehr in mein Bewusstsein nochmal gekommen, ich will die Brille loswerden. Weil die eine, die mir so toll gefällt, die sitzt dann so heftig auf der Nase, das tut dann manchmal ein bisschen weh, weil die so eine besondere Glasform hat. Und ja, da saß ich am Computer und ich wusste, es gibt ein ganz spezielles Nahrungsergänzungsmittel, das ich mir eigentlich aus Deutschland schicken lassen wollte. Hier gibt es zwar sowas auch, habe ich gesehen, aber ich bin mir nicht so sicher vom Hersteller her, ob das dann wirklich so die Qualität hat, wie ich es eigentlich gerne möchte. Habe mich dann nicht weiter darum gekümmert. Und in Deutschland gibt es eine Manufaktur, wo ich meine Nahrungsergänzungsmittel mir schicken lasse, die es mir sogar nach Zypern liefern. Und dann habe ich gesehen und war total entzückt und habe zu dir gesagt, guck mal, die haben das Produkt hier sogar noch mit gewissen Zusatzextrakten jetzt. Das habe ich mir manifestiert und du hast mich gefragt, wozu braucht man das? Da habe ich gesagt, naja, um zu meiner Lochbrille, also es gibt so eine spezielle Brillentechnik, sage ich gleich noch einen Satz dazu, wo man dann aber einfach auch auf der körperlichen Ebene die Augen noch unterstützt, damit ich die Brille loswerde. Das war für mich das Normalste der Welt, dass ich das jetzt angehe. Und du hast einen Lachkrampf gekriegt und ich habe gefragt, warum lachst du? Was ist jetzt spaßig daran? Naja, der Glaubenssatz, ich halte da jetzt nicht weiter dran fest, nur weil ich jetzt vom Passalter älter werde, glaube, dass die Augen dann immer schlechter und schlechter werden, weil ich ja auch bis heute noch viel halt am Computer hocke. Nee, das wird geändert. Und da gibt es so eine Technik, das kennt man von den Indianern, die dann
waren das Hölzer oder was oder Knochen, also legt mich da jetzt nicht fest. Wenn man so guckt, ne, und die Augen fokussiert, dann sieht man klar, und da gibt es so spezielle Lochbrille, nennt sich das. Die werde ich mir bestellen mit diesem Nahrungsergänzungsmittel und werde mich dann daran üben, dass ich meiner Brille Ade sagen darf. Für mich das Normalste der Welt, aber dann wohl doch nicht. Mhm. Genau. Das sind so banale Dinge. Ich behaupte jetzt ausnahmslos, jeder von uns hat das erzählt bekommen, erzählt es vielleicht selber von den Eltern, Großeltern und erzählt es den eigenen Kindern, dass man einfach abbaut, dass man einfach älter wird. Und dann werden die Augen halt schlechter, dann wird das Gehör halt schlechter. Irgendwann kriegt man Probleme mit dem Knie und muss dann gucken, dass man Krücken hat oder wenn man Glück hat, oder vielleicht eine OP oder so. All diese Dinge, die so normalisiert werden, wobei wir doch eigentlich was ganz anderes normalisieren könnten. Und zwar das andere Mindset. Dieses Mindset von, ja, ich spiele da nicht mit. Ja, ich mache das jetzt anders. Oder ich gucke, wie ich jetzt mit der Situation, die halt jetzt da ist, weil die Brille ist halt da, aber ich gucke, wie ich damit umgehe. Entweder ich sage, ja, ist halt so. Oder ich sage, ja, was kann ich jetzt daran ändern? Oder wie kann ich mein Leben jetzt noch mal ein Stück mehr in die Hand nehmen? Oder was kann ich jetzt tun, um wirklich das zu leben, was ich leben will? Und das sind jetzt alles so ganz banale Beispiele, aber wir machen das ja auch so oft in so vielen Situationen in unserem Leben, wo wir sagen, das geht so nicht, das hat noch bei keinem so funktioniert oder die Wissenschaft sagt dies und das. Wobei, wenn wir da mal genau hingucken, uns mal die Quantenphysik angucken, die sagt genau das, was wir hier im Podcast sagen. Also, will ich auch nochmal erwähnt haben. All diese Dinge, die so für selbstverständlich gehalten werden, die wir echt mal hinterfragen dürfen. Und da möchte ich gerade an dieser Stelle auf eine Folge, auf die Windelfrei-Folge von Staffel 1 verweisen, hier von den Sacred Conversations, wo wir genau darüber ja auch gesprochen haben, dass, um das Ganze nur mal kurz nochmal anzureißen, dass für mich das auch total neu war, dass man Kinder windelfrei erziehen kann. Mhm. Und das ist absolut logisch, aber trotzdem war es für mich so ganz neu, weil das ist eine Sache, die hätte ich niemals hinterfragt. Mhm. Das war für mich einfach so ganz normal. Da hätte ich überhaupt gar nicht drüber nachgedacht, hätte ich nicht dieses eine Video darüber gefunden. Mhm. Und so dürfen wir einfach anfangen, wirklich die Dinge zu hinterfragen und wirklich zu schauen, was ist denn eigentlich gerade so in meinem Leben? Und gebe ich mich damit gerade irgendwie zufrieden? Gehe ich Kompromisse ein? Oder gibt es vielleicht eine Möglichkeit, wie ich noch viel glücklicher sein kann? Mhm. Wie ich mir mein Leben noch viel mehr so gestalten kann, wie ich es wahrhaftig haben will? Da mache ich auch gerade an der Stelle nochmal auf Divinity aufmerksam, weil in unserem Signature-Programm Divinity geht es ja wirklich genau darum, dass du dein Leben wieder so gestaltest, dass du mal hinter all diese Fassaden und Konditionierungen blickst, was dich die ganze Zeit die Welt so sehen lässt, dass du denkst, das und nur das ist die Wahrheit und stattdessen aber mal deinen Blick ausweitest, ausdehnst, mal den Horizont anguckst und guckst, was ist eigentlich hinter dem Horizont? Was steckt da vielleicht noch? Was ist sonst noch möglich in dieser Welt? Und dass du das dann auch wirklich möglich machst in deinem Leben. Nicht nur gucken, machen. Ja, das Umsetzen. Und es ist auch immer eine bewusste Entscheidung. Ich habe es ja eben schon erzählt. Ich wusste schon um die Dinge mit der Brille, aber aus Bequemlichkeit habe ich eine bewusste Entscheidung getroffen, so jetzt so eine Lesebrille zwischendrin mal auf die Nase zu setzen. Das ist es nicht, das hat mich genervt. Ich hole mir jetzt eine Gleitsichtbrille, die habe ich dann halt auf der Nase und dann ist auch gut. Das hat mich einfach erleichtert, aber ich wusste schon um die anderen Dinge. Aus Bequemlichkeit habe ich mich aber für die Brille entschieden und jetzt ist einfach der Zeitpunkt da, wo ich sage, okay, die Brille, die darf gehen. Es ist ja gut, dass wir solche Hilfsmittel haben. Und ich kann mir immer die Geschichte erzählen, es geht etwas nicht, weil. Als ich von diesem freien Leben, das wir ja jetzt inzwischen haben, geträumt habe,
Ich hätte 1 Million Gründe finden können oder nicht finden können. 1 Million Gründe hatte ich, warum es jetzt nicht gerade geht. Weil ich irgendwo gefühlt auf weiter Flur alleine stand, in Anführungsstrichen. Aber der Ruf meiner Seele, der war so stark, dass ich mich bewusst dafür entschieden hatte. Ich gehe jetzt vor, ich will die gesamte Familie mit im Boot haben und dazu darf ich vorgehen und jetzt nicht noch viel quatschen und im Vorfeld schon mal durchreden, gucken, dass da alle mit ins Boot kommen, sondern ich wusste, ich darf vorgehen und all meine Liebsten, mein Schatz, euer Papa, ihr beide, also Roman und du, ihr seid früher oder später mit dabei. Und mein Wunsch war es ja halt auch noch, dass meine Mutter und Schwiegermutter ja auch noch hier auf Zypern mitkommen. Aber die Seelen haben sich anderweitig entschieden. Die Seelen, die sind wohl da, aber die Körper haben sich anders entschieden. Ist ja auch alles gut und dazu durfte ich vorgehen. Und es ist immer die Geschichte, die man sich erzählt, die wir dann ja auch glauben. Ich kann mir die Geschichte erzählen, es geht jetzt nicht, weil, was auch immer nach dem Weil kommt. Oder ich kann mal die Geschichte erzählen, jetzt erst recht. Es gibt so einen schönen Ausdruck, den ich liebe, Nipselt. Was ich zu meinem, das kennst du gar nicht, ne? Nee. Was ich zu meinem Mind gemacht habe, Nipselt, dieses Wort gibt es, glaube ich, tatsächlich, wenn man mal googelt. Nicht in Problemen, sondern in Lösungen denken. Das habe ich irgendwann mal aufgeschnappt, dieses Wort, vor, keine Ahnung, 20, 25 Jahren. Und seitdem habe ich mir das so zu eigen gemacht, nicht in Problemen, sondern in Lösungen denken. Solange ich meinen Fokus auf das Problem richte, naja, was bekomme ich denn mehr davon? Noch mehr Probleme. Ändere ich damit was? Nein. Wenn ich in der Lösung denke, damit ändere ich doch was. Mir fällt gerade eine Situation ein, wo wir auf Kreuzfahrt waren. Und dein Bruder, ich saß so auf dem Sonnendeck, ich glaube, ich hatte sogar einen Glühwein, in der Karibik war das, glaube ich. Nee, das war vorher, Karibik kam anschließend, jetzt ist ja auch egal. Und Roman kam zu mir und sagt, Mama, hast du schon gesehen, die bieten hier sogar eine Weltreise an, mit 3 Monaten unterwegs sein. Und da kam bei mir sofort in den Mind, oh je, wir können die Omas nicht alleine lassen, also meine Schwiegermutter und meine Mama, alleine geht das nicht. Und dann habe ich gedacht, so, stopp, nee, finde den Weg, wie geht's? Den Weg habe ich dann auch gefunden, da waren auch schon die Vorbereitungen, aber die Seelen hatten sich dann doch anders entschieden. Wenn das nicht der Fall gewesen wäre, wären wir 3 Monate auf Weltreise mit dem Kreuzfahrtschiff gewesen. Warum? Weil ich nicht von Anfang an mir die Geschichte erzählt habe, geht jetzt nicht, weil. Du meinst mit den beiden? Nee, es wäre die Variante gewesen mit den beiden, dass das... Ah, ich verstehe, ja. Also, ja, sehr gerne, aber das hätte ich mir nicht vorstellen können, dass die beiden tatsächlich sich dazu entscheiden, damit aufs Schiff zu kommen. Das war ein anderer Plan. Ich will damit jetzt nur unterm Strich sagen, immer in Lösungen denken, nicht in Problemen. Mhm. Genau. Ja, das ist was ganz Einfaches, was man erlernen kann oder was man sich aneignen kann. Einfach die Möglichkeiten zu sehen, auch oder weniger aneignen. Wie wäre es, wenn wir es mal so sehen, dass du das schon kannst, dass diese Fähigkeit da ist, du dich nur zurückerinnerst. Mhm. Weil was macht denn ein Kind? Sieht ein Kind zuerst das, was nicht geht? Oder fragt ein Kind, wie geht's? Ich will das aber so haben. Ich möchte aber die Barbie haben und nicht diese Fake-Sachen oder sowas. Ne? Also nur mal als Beispiel. Und es ist auch nicht schlimm, wenn es aus Bequemlichkeit nicht zur Veränderung kommt, weil wir sind ja auch nicht am Ende unserer Reise angekommen. Für uns geht es ja auch weiter. Und man könnte jetzt auch irgendwie ganz, ganz viele Punkte raussuchen, wo man sagt, das möchten wir anders, das möchten wir anders, das möchten wir anders und so weiter. Ja, da habe ich mich mit einigem noch nicht beschäftigt, weil ich gerade zu bequem dafür bin. Das ist nicht schlimm. Die Sache ist nur, das Leben wird dich auffordern, dich genau dem zu widmen, was gerade wirklich dran ist. Und ich merke es gerade im Moment ganz besonders mit einem bestimmten Thema, das bei mir gerade los ist. Das war einfach noch nicht dran vor einem Monat, 2 oder vor keine Ahnung wann, sondern das ist jetzt dran.
Und das Leben führt uns doch so perfekt. Und dann finden wir eben genau die richtigen Sachen. Dann finden wir genau die Coachings, wie zum Beispiel, dass wir dir jetzt Divinity anbieten. Oder wir finden diesen einen Satz, der irgendwas in uns loslöst, antriggert, aktiviert, wo wir merken, ah, damit dürfte ich mich mal beschäftigen. Und wenn es dran ist, dann kommt immer mehr davon. Und dann dürfen wir uns einfach damit beschäftigen und dann dürfen wir uns auch nicht abhalten lassen von der Bequemlichkeit, sage ich mal so. Dann dürfen wir auch wirklich weitergehen und wirklich sagen, hey, ich gehe auch mal durchs Unbequeme durch und buche mir dann halt auch mal ein Coaching für, keine Ahnung, 8 Wochen oder so und guck da mal genau rein. Und aber es ist auch nicht, du musst dir jetzt nicht alles irgendwie aus dem Finger ziehen, um deine Veränderung voranzutreiben, weil das Leben bringt ja die Veränderung an sich. Mhm. Genau. Und nur nochmal, bevor es weitergeht, Divinity, den Link findest du natürlich hier unter Video, Audio, wo auch immer in den Shownotes auf jeden Fall verlinkt. Und es geht einfach darum, wirklich diesen Impulsen des Lebens zu folgen. Ja. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ohne Begleitung wäre ich jetzt nicht da, wo ich bin. Warum? Wenn man so sich autodidaktisch schon einiges angeeignet hat, wie ich ja auch in meinem früheren Leben, dann kann man ganz gut mit seinem Bewusstsein und seinem Unterbewusstsein selbst schon mal Dinge erkennen. Was aber an tiefer Konditionierung im unbewussten See, manche sprechen auch von Schattenseiten, im unbewussten See vergraben ist, da kommt man halt selbst nicht dran. Ich komme an meine Schattenseiten ja auch nicht selbst dran. Eines der Gründe, warum ich bis heute Mentoren an meiner Seite habe. Ich habe gerade die Woche gedacht, ach, ist so banal, so eine Frage an meine Mentoren gerade zu stellen. Eigentlich weiß ich die Antwort. Und dann bin ich doch dem Impuls gefolgt und habe diese Frage gestellt. Und ich habe eine Antwort bekommen und habe gedacht, das gibt's doch nicht. Eigentlich hätte ich selbst draufkommen können, bin ich aber nicht. Das hat alles geswitcht, das hat alles verändert, aber ich wäre selbst nicht auf diese Idee gekommen. Als die mir das gesagt haben, da ist mir vieles wie Schuppen von den Augen gefallen. Aber allein, ich wäre nicht ansatzweise auf diese Idee gekommen. Und da steckt natürlich auch die Prägung dahinter, dass wir glauben, wir müssen es alleine schaffen. Warum? Weil wir einfach auch in früheren Zeiten oft gehört haben. Ich habe das schon so oft gesagt, wann kriegst du es eigentlich hin? Oder du musst das jetzt alleine schaffen und, und. Da sind auch Konditionierungen dran. Und oft stellen wir natürlich auch die Geldenergie höher als uns selbst und machen es davon abhängig. Nur das Ding ist, wir kommen damit nicht weiter. Wir drehen uns im Kreis, wenn wir ehrlich sind. Das war auch eine ganz große Hürde, die ich mal überwinden durfte, mein erstes Mentoring im fünfstelligen Bereich zu buchen. Da dachte ich, also, puh, mehr als geatmet. Und nachher dann das nächste Mentoring im wirklich mehr, fünfstelligen Bereich. Da habe ich noch mehr geatmet. Da war mir grottenschlecht. Aber das hat mich alles weitergebracht. Ich habe gespürt, dass jetzt der Impuls, genau die Unterstützung brauche ich. Und let's go. Eines der Erfolgsgeheimnisse. Und natürlich Nipsel, niemals in Problemen denken, sondern immer in Lösungen. Fragen, was ist jetzt sonst noch möglich? Universum, wie geht's? Die Magie des Lebens sehen, die Botschaften erkennen. Und wenn es solche Begebenheiten sind zu diesem Mann, den du da beobachtet hast, das Universum agiert ständig mit uns, kommuniziert immer mit uns auf unterschiedlich magische Art und Weise. Genau. Und das dürfen wir erkennen und dem dann folgen. Und wissen, Veränderung ist nun mal unbequem. Kennen wir auch aus der Kinderstube. Wachstumsschmerzen hatten wir da. Und deshalb ist auch eine Konditionierung da, dass wir oftmals uns mehr an die Schmerzen gewöhnt haben, als an die Freude und an die Leichtigkeit. Und da auch glauben, naja, ist halt so. Kann ich halt nicht ändern. Da stecken Konditionierungen dahinter. Und das dürfen wir erkennen. Und dann darf es auch mal ohne Schmerz Next Level in Next Level gehen und ohne Wachstumsschmerz in Next Level gehen. Unbequem, Komfortzone zu verlassen, ja, das ist immer der Fall. Warum? Weil wir uns ja ein bisschen neu orientieren. Aber was wartet denn da? Das Leben, die Freude, der Spaß, die Leichtigkeit mit all dem, was dazugehört. Schlaraffenland im Grunde genommen.
da spielt die Musik, da ist das Wunschkonzert. Ja, und jetzt blick auch mal, als letzten Impuls, blick doch auch mal so da drauf, wenn du doch wahrhaftig die Schöpferin deiner Lebenswirklichkeit bist oder der Schöpfer, wir sprechen natürlich Mann wie Frau, egal, an, warum hättest du dir denn jetzt zum Beispiel diesen Podcast kreiert? Warum hättest du dir denn überhaupt andere Menschen kreiert? Weil wir eben nicht so komplett immer so den Durchblick bei uns selber haben. Weil wir oft auch in diesen alten Geschichten uns selber gefangen nehmen und diese alten Geschichten immer wieder abspielen, immer wieder abspielen. Und dann jemand von außen hat doch, man kennt es doch auch, man hat bei einem anderen oft auch mal einen besseren Durchblick als bei sich selbst. Warum geben Singles immer die besten Beziehungstipps und nicht die Leute, die in der Beziehung sind? Ja, die Singles, die blicken ganz anders da drauf. Ja, die blicken von außen so da drauf. Und das ist halt der Grund, warum so eine Begleitung einfach ja, für uns immer so Sinn gemacht hat und immer noch Sinn macht. Weil wir halt eben einfach in unsere toten Winkel nicht immer so direkt reinschauen können. Und wie gesagt, das Leben führt uns ja immer perfekt. Also wenn du jetzt hier den Impuls hast, in Divinity zu kommen, dann folg diesem Impuls und zöger nicht weiter, sondern klick jetzt auf den Link und komm rein, statt dich jetzt schon wieder mit Geschichten auseinanderzusetzen, warum es nicht geht oder was ein Problem daran wäre oder was auch immer, sondern folg deinem Impuls. Und dann wirst du sehen, wie sich das wirklich alles weiter entfaltet, wie sich dein Leben einfach weiter entfaltet, wie sich deine Divinity entfaltet. Ja. Also, fühl dich eingeladen, folg deinem Impuls, den Link findest du hier drunter und hab einen wunderschönen Tag. Ganz dicke Knuddelumarmung. Ciao, ciao.